Kuckuck. Herzlich willkommen zur Formel 1. Wahrscheinlich ist das für euch ein ganz normaler Samstag, für uns aber nicht, denn wir feiern heute eine Riesenparty anlässlich der 300. Sendung der Formel 1. Drin in der Halle wird alles vorbereitet für die große Feier. Die Scheinwerfer werden eingerichtet, die Band bringt ihre Instrumente auf die Bühne, Getränke werden rangekarrt und so weiter und so weiter. Das müsst ihr euch mal vorstellen, seit 90 Monaten mittlerweile gibt es die Formel 1 und ich habe allein, lass mich mal überlegen, ja, über 30 Monate moderiert diese Sendung, bin also der längste Moderator, also auch ein Grund für mich heute richtig zu feiern. So we should celebrate. Auf jeden Fall. Und Kim Wilde ist eine der vielen Prominenten, die heute Abend zu Gast sind bei uns. Und ready? Ja, ja, ah, ja. Tanzen werden wir gleich auch. Ich muss mich nur noch umziehen und Kim sagt den ersten Titel an. Prost. And here, folks, is the highest new entry on the German chart. Und das sind The Cure. Diese Woche auf Anhieb auf Platz 19, 9 in den deutschen Top 50 mit Never Enough. Höchster 90. So richtig fetenmäßig bin ich jetzt gedresst. Die Halle ist voll. Die meisten unserer 500 Gäste sind eingetroffen. Es sind wirklich sensationelle, prominente Leute hier. Wer das ist, das verrate ich euch ein bisschen später. Und das hier ist ein Mann, der in der ersten Stunde von Formel 1 dabei war, Captain Hollywood. Er war unheimlich oft in Formel 1-Sendungen und seit einigen Wochen ist er selbst ein Superstar mit 24/7 viele, viele Wochen in den deutschen Charts. Heute Abend bekommt er eine Menge goldene Schallplatten für über 1 Million Mal verkauft. I Can't Stand It. Prominenz, Prominenz bei der großen Formel 1 Party, wen ich dann noch so im Getümmel erwische, nach unserem nächsten Video. A new world out there, impossible dreams can take you where. We'll be right back.
wirklich kaum zu glauben, wer alles hier ist. Unsere Gästeliste liest sich wie ein Who is Who der internationalen Popmusik. Extra für die Formel 1 sind heute nach München gekommen Duran Duran, Milli Vanilli, Matthias Reim, Falco, John Bon Jovi, Nick Kamen, Nicky, die Pretenders mit Chrissy Hynde, John Farnham. Schauspieler haben wir natürlich auch eingeladen. Es sind da Martin Semmelrogge, der Fahnder Klaus Wennemann, Jimmy Somerville ist hier, 24/7 featuring Captain Hollywood natürlich, Big Fun, Bonnie Bianco und viele, viele mehr. Und ich hoffe, alle amüsieren sich in dieser Partyhalle, so wie ich. Platz 10 in Amerika besetzen Blackbox mit Everybody, Everybody. Zwei Plätze rauf, von 11 auf 9 ging's für INXS und Suicide Blonde. Von 3 auf 8 gefahren ist George Michael mit Praying for Time. Der hat ja bekanntlich kein Video. Machen wir gleich weiter mit der Nummer 7 in Amerika, Maxi Priest und Close to You. Drei Plätze rauf, von 9 auf 6, After 7 und Can't Stop. Von 12 auf 5 ging's für Mariah Carey und Love Takes Time. Drei Plätze gestiegen, von 7 auf die 4, Pebbles, Giving You the Benefit. Ein Platz rauf, von 4 auf 3 für Vanilla Ice und Ice Ice Baby. Letzte Woche noch Nummer 1 in Amerika, jetzt auf der 2 James Ingram, I Don't Have the Heart. Ein Video hat er immer noch nicht. Und hier ist die neue Nummer 1 in Amerika, Janet Jackson, Black Cat. Wirklich viele illustre Gäste auf unserer Formel-1-Party. Falco zum Beispiel, grüß dich. Hallo. Hallo. Sag mal, du bist ja auch bekannt so als Party-Hirsch. Wie hältst du es denn mit den Partys? Man sollte keine auslassen. Wie gefällt es dir bei uns hier? Ja, wunderbar. Ja? Meine dritte bei euch. Sag mal, mittlerweile gibt es in Amerika einen Hit, MC Hammer, You Can Touch This. Hört sich sehr nach Kommissar an. Ist das auch schon aufgefallen? Schau mal, die Oktave hat 8 Tonnen. Und ich glaube, dass irgendwann irgendwas immer wieder kommt. Natürlich haben wir uns schon erkundigt, ob man da nicht irgendwie mitfahren kann, dann auch, aber no go. Kann man nichts dagegen machen, wenn einem einer so ein bisschen den Song klaut? Na, das ist nicht geklaut. So. Das sind 4 Töne und da kann man nicht von klauen sprechen. Und ich vergönn's dem MC Hammer, er braucht es wahrscheinlich. Ja. Rappt denn Falco auch weiter in Zukunft? Willst du auch wieder rappen? Ja, weißt du, was mich am Rap ein bisschen nervt? Einer erzählt seine Geschichte, meistens seine. Aber den deutschsprachigen Rap habe ich kreiert und ich glaube, dass das schon auch irgendwie zu einem Markenzeichen geworden ist. Ich sehe nicht ein, warum ich das vergessen sollte. Willst du dich auch mal MC Falco nennen irgendwann?
Motocross Falco. Danke dir. Viel Spaß noch auf unserer kleinen Party. Prominente und nicht prominente Gäste auf der Formel 1 Party amüsieren sich königlich. Ich hoffe es zumindest. Mal fragen, was Jimmy Somerville von der Party hält. Do you like the party? It's interesting. Oh, what interesting. Do you mean? Well, I've never been to a party that's full of kind of records, music industry people, so it's the first time. Yeah? I usually avoid these things. Why? Because there's usually never anyone to talk to, except if they want to talk about, you know, music, and I don't really talk about music that much. Come on, let's talk about music. Okay. What's new? What's new? Well, I've just been working on an album, which is a compilation of the best of like Bronski Beat, the Communards, and my solo stuff. And I've also done two new songs to put onto this album, so that's the latest thing. I'll give you a tip. In a couple of minutes, you can start dancing here. We have a very good disc jockey that makes very good music. We'll come back to that one. Okay, have fun. Thanks. Ciao, Jimmy Somerville, wir sind gleich wieder zurück nach dem nächsten Video. Everybody says to do each and every little thing.
ganze Leben, so ein Glas Champagner darf ja mal sein auf so einer Party. Man muss sich ja auch schließlich mal entspannen. Und damit sich unsere Gäste hier entspannen können, haben wir für sie ein nettes Programm zusammengestellt. Unter anderem diese Varieté-Gruppe im Hintergrund. Sie heißt Zickzack, kommt aus München. Fantasievolle Kostüme, viel Licht, viele Effekte und sehr fesselnde Zaubertricks. Schaut doch mal kurz rein. Ich trinke in der Wahl mal ein Gläschen. Leg zurück. Aber das ist die unendliche Geschichte, das habe ich schon gelesen. Und hast du schon mal ein Buch zweimal gelesen? Zurück nach Phantasien. Die unendliche Geschichte 2 ist die Fortsetzung des Fantasy-Spektakels nach Michael Endes Bestseller. Bastian taucht wieder in das Buch ein und wird in das Land Phantasien getragen, in dem die kindliche Kaiserin herrscht. Mit seinem Freund Atreo und dem Glücksdrachen Fuchur muss er viele Abenteuer durchstehen. Ein internationales Team von Effektspezialisten wirkte bei der Produktion dieses aufregenden Filmabenteuers mit. Fuchur, davor! Das Schloss, das aussieht wie eine Hand! Ja, eine sehr böse Hand! Felsenbeißer! Darf ich vorstellen, Junior? Nein, gib nicht auf, Bastian! Die kindliche Kaiserin ist meine letzte Hoffnung. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Formula One. Happy birthday to you. So sieht ein Geburtstagsständchen aus von Duran Duran. Hi. Hi. Hey, what happened? You look different. Do we? Haircut? We've been on holiday. Shot. Come on, tell us. We've been through hell and we've back. We've been to hell and back. Yes. What kind of hell? And we just about got out with our hair. The new LP. This hell. Your new LP is this? No, that wasn't hell actually. That was quite easy to make. Yeah. It's the first time we've written with Warren, and we got a new drummer, Sterling, and that was quite easy to do. So everybody in Germany now looks for a big German tour? No. Well, we're not going to tour, no. Really? No, we're going to make another record before Christmas. And then that's tour? The plan. Maybe. Not sure. We like television. We want to be on it lots. What do you think about this rapping, dancing, you know, I like it. I think it's really good. I mean, hey, not all of it's good, but then not all of pop music is good, and not all of dance music is good in general. There's some good things and some bad. I like Public Enemy very much. Yeah, enjoy yourself. Go back to the party. Sehen wir uns dann draußen, gehen wir ein Bierchen trinken. Okay, cool. Hey, thanks a lot. We got a record called Sirius. Check it out. How are you, my friend? I'm very good, and you are tired, I've heard. I'm tired, but I'm very good. Yeah? And why are you tired? Well, I've been working very, very hard these last few months, actually, and I didn't actually sleep last night, so I went straight through the night, got on the plane to come here especially. Also, ihr habt's gehört, der Mann ist ziemlich beschäftigt, hat viel gearbeitet und das mit Erfolg. Er bekommt von mir jetzt hier auf dieser Party für über 250.000 Mal verkauft, I promise myself, eine goldene Schallplatte. This gift is for you, a golden record, over 250.000 records sold in Germany. What can I say? I thank you very much. Thank you to everybody for their support and getting me back in the charts here. I'm very, very happy about it. And enjoy the party. Have a couple of beers and stay here. A few champagne, I must say. Good, darling. Good.
getanzt auf dieser Formel 1 Party, wird getanzt, dass die Füße qualmen. Das ist der neue Modetanz. Angeblich nach Lambada kommt jetzt Zuck Machine aus Frankreich, so heißen die Mädels. Und hier geht es wirklich heiß her. Das sind Gäste und die Mädels beim Tanzen. Und das ist der Applaus von den über 500 Leuten, die mittlerweile bei uns hier in der Halle sind. Das war doch kein Selbstmord, oder? Die Leute bringen sich nicht meinetwegen um, oder? Nein. Das können sie nicht. Dazu haben sie kein Recht. Ist das mein Gesicht? Ist das der Club? Der Club? Theratos. Sie waren alle in Theratos. Im ersten Videotipp, dem Chabrol-Film Dr. M, erschüttert eine Welle von Todesfällen Berlin. Mit den Ermittlungen ist ein junger Polizist beauftragt, der glaubt, durch das Model Sonja einen Zusammenhang zu den Toten herstellen zu können. Von Einsamkeit und Angst getrieben kommen sich die beiden näher. In einer der Hauptrollen ist Jennifer Beals zu sehen, die durch Flashdance zum internationalen Star wurde. Der einzige Urlaub ist das Leben. Schluss mit dem Entfliehen. Schluss mit dem Tod. Es ist unwichtig, wer das Kommando hat. Wir müssen nur zusammenhalten. Das Flugzeug ist mitten im Ozean abgestürzt und spurlos runtergegangen. Wie soll man uns finden? Und weiter geht's! Billy ist das Monster! Der zweite Videotipp, Herr der Fliegen, ist die Neuverfilmung des Nobelpreis-gekrönten Romans von William Golding um eine Gruppe gestrandeter junger Kadetten. Nur zu dünn ist die Kruste der Zivilisation. Sie sinken zurück in Chaos und Grausamkeit. Wir haben alles genauso gemacht wie die Erwachsenen. Wieso hat es nicht geklappt? Also dieser Mann ist sicherlich der Superstar unserer Party heute Abend, John Bon Jovi. Welcome. How do you like the party? It's great. It's great. Yeah, so far so good. You like parties? Free beer? I like anything with free beer. There's a lot of talking the last time about split or not split of Bon Jovi. Now tell us the truth. Well, the band is... Come on. The band is on hold right now. The band needs a break. The band is all gone their separate ways for a while, and maybe in a year's time, I think that we'll get back together. But yes or no? Come on. Today? No. Today, no. You're not now a movie star, huh? No. Tell us about your movie. Well, I'm in a movie called Young Guns 2 for a 1 second, nothing. But I wrote all the songs in the movie. And they appear, you know, in at the end of the movie, and I did the album, and it's doing very, very well. And at the end, you're dead? This is true? Dead. Really? Dead man. Yeah. You're shot? Talking to a dead man. Yeah, talking to a dead man. Dafür sieht aber sehr lebendig aus. Have a nice time. Yeah, I am. Thanks. Couple of beers and keep on running. I'm gonna be at the party. Okay. John Bon Jovi bei uns in der Formel 1, und wir machen jetzt das nächste Video. That's all I ever be. I never can be everything you wanted from me.
war heute Abend sein beliebtes Ziel für unsere Prominenten. Hier trifft man sich, trinkt ein Säckchen und quatscht so ein bisschen, so wie ich das jetzt tun werde, mit Matthias Reim. Matthias, grüß dich. Hallo. Wie geht's dir? Ja, riesig hier. Ne? Sag mal, war das früher auch immer schon so, dass du zu allen Partys eingeladen wurdest? Naja, überhaupt nicht. Ne? Und jetzt darf ich endlich mal. Du hast mich ja vorher nicht eingeladen. Ja, aber sag mal, wie fändest du das so jetzt, dass überall Matthias Reim bei jeder Party dabei, der muss dabei sein. Glaubst du das den Leuten? Oder hat das nur was damit zu tun, dass du im Moment high bist? Ich glaube ja überhaupt keinem was. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich in bin oder nicht. Das ist übrigens die erste Party, auf die ich gehe. Aha. Aha. Und das nur, weil ich höre, dass du da bist. Das ist ja wunderbar. Hast du schon getanzt? Nein. Noch gar nicht. Noch gar nicht. Also ich werde jetzt mal versuchen. Bonnie Bianco steht direkt daneben, neben Matthias. Bonnie, do you enjoy the party? I'm having a great time. Yeah. You want to dance? Yeah. Okay. Okay. Also ich gehe mit Bonnie Bianco jetzt tanzen. Matthias, halt das. Um Himmels Willen! Eigentlich wollte ich mit dir tanzen. Kevin schaffte Platz 44 neu mit Rhythm of the Rain. Listen to the rhythm of the falling rain. Tell me just what a fool I've been. I wish that it would go and let me cry in vain. Let me be alone. Und die Sisters of Mercy landeten auf Platz 47 mit More. Jeder so wie er will, entweder wie die Kids aus dem Lambada-Video oder wie Suckmaschinen aus Frankreich, wo die Leute sagen, das wird der Modetanz der 90er Jahre. Auch in Sachen Discjockey haben wir uns das Beste vom Besten kommen lassen, nämlich unseren alten Freund Sven Feld aus Frankfurt. Besser bekannt als oft. Sven, wie sind die Leute hier drauf? Wunderbar, wunderbar. Hier fliegt Nico. Wir machen noch ein bisschen weiter, oder? Wir feiern bis morgen. Ich sag tschüss, das war die Formel 1 für heute live von der Formel 1 Geburtstagsparty. Ich gehe jetzt abtanzen. Tschüss. Wer hätte das gedacht? Sogar Mr. Paul McCartney gratuliert uns zur 300. Formel 1 mit Happy Birthday. We'll be right back.
happened to you?